Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben die Challenge Beans, nee, It's in the Cards haben wir als letztes gemacht. Und deswegen kommt jetzt die 15. Challenge, Snow Wall. Und in dieser Challenge erwartet uns... Oh, wir sind ein Indianer. Ein Zyklopen-Indianer. Wow! Jo, also ihr seht, was das macht. Wir machen einen riesigen Pfeil, weil wir das Polymephos haben. Polyphemus heißt das aber. Ups. Und dazu noch den Spiegel, deswegen kommt der Strahl zurück. Und es ist dieser Pfeil, weil wir Amos Pfeil eingesammelt haben. Also, oder bekommen haben. Und deswegen kommt er so zurück und ist in Pfeilform. Da oben nochmal mein Seed und die Items habe ich erklärt. Und ihr seht auch, unsere Stärke ist auf voll. Nice. Und diese Strahlen sind halt sehr, sehr langsam, aber dafür gehen sie auch durch die Gegner durch. Mal gucken, ob ich das noch irgendwann zeigen kann. Wahrscheinlich schon. Habt ihr aber jetzt schon gesehen. Oh, weia. Das kann was werden. Ziel. Wie geil ist das denn bitte? Aber ich muss leider immer warten, bis der Pfeil weg ist, damit es weitergehen kann. Aber macht ja nichts. Oh. Also ich glaube, diese Challenge wird nicht sonderlich schwer. Da bin ich ganz ehrlich. So, haben wir auch wieder volle Herzen. Und Ende ist wieder, wenn wir bei Mom sind. Mal gucken, wie schnell Dingle stirbt. Ach, man kann ihn trotzdem nur einmal treffen. Das ist ja schade. Vielleicht doppelt, wenn er... Nee, trotzdem nur einmal. Okay. Nein, wir müssen ihn dreimal treffen. Stirb. Komm her, du Pfeil. Nice one. Oh, hatten wir, glaube ich, noch nie. Kaffeinpill. Speed und Zeister. Jetzt haben wir voll abgenommen. Wir sind magersüchtig. Nein. Naja, macht nichts. Wenn wir dadurch ein bisschen schneller werden, ist das gut. Ende ist bei Mom, Ende im Gelände. Oh, aber mit diesem Mashup möchte ich sogar eigentlich in diesen Challenge-Raum vom Boss. Aber ein Abonnent hat gesagt, das bringt nichts. Also, wo man gegen alle Bosse kämpft. Nicht im Challenge-Raum, da soll das nichts bringen. Von daher sollten wir das vielleicht doch lieber lassen. Aber ich meine, das müsste doch richtig schnell gehen. Mit diesen Dingern. So. Sehr geil. So, jetzt haben wir auch eine Bombe übrigens. Das heißt, wir können hier mal nachgucken. Yay. Achso, wir hatten sogar schon eine Pille. Health up. Nice. Und? Parlament Party. Juhu. Ja. Wow. Ja. Party, Party. Jui. Hui. Oh, Party vor Ende vor allem. Die Party ist leider vor Ende. Yay. Stirbt dann wenigstens... Nein, nicht mal das Feuer stirbt mit einmal. Oh Mann. Ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung jetzt zu den anderen Challenges, wo wir nur mit unseren Limon oder die Beans-Challenge, die war ja auch richtig schlimm. Wo wir nur mit unserer blöden Bohne und Bombenschaden machen konnten. Das war echt die schlimmste Challenge bisher. So, was haben wir denn hier? Zwei Katzen-Items. Das neue Lebens-Item und das andere Item, das uns eventuell ein Eternal Life gibt. Das nehmen wir schon mal mit. Wollen wir das auch mitnehmen? Wollen wir mal versuchen, Gabi zu... Nee, oder? Oder? Nee, ich glaube, ich brauche Leben. Jetzt wollte ich doch nochmal zurück, aber brauchen wir nicht. Wollen wir mal in den Stachelraum? Das ist gar kein Stachelraum gewesen, ne? Na, wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Komm, machst dir nichts. Aber dann ist das ja viel zu schnell zu Ende. Aber wie gesagt, ich denke sowieso, dass diese Challenge viel zu einfach ist. Allgemein, die ganzen Challenges sind ein bisschen zu einfach. Vielleicht ändert sich das ja noch mit dem späteren Verlauf. Mit den späteren Challenges. Oh, hallo. Die wir noch freischalten müssen und wo man halt noch bis zu Mutters Herz muss oder so. Das sind jetzt alles noch die Challenges, wo man nur Mutter besiegen muss. Von daher kein Wunder, dass sie so einfach sind. So, Lemon Party, noch eine, ja, nice. Und Full Health, ja gut. Ja gut. Dann können wir hier rechts auch mal reinschauen. So. Oh nein, das schießt uns doch wirklich stimmt gleich wieder ab, dieses blöde Feuer. Oh. Schade. Hätte ja nochmal was drin sein können. Schupp. Hallo, Lust. Du bist aber schnell tot. What the fuck? Noch eine Full Health Pille. Hm. Ja, dann nehmen wir die natürlich mit. Full Health ist immer gut.
Jo, wahrscheinlich. Hä, hey, haben wir ein Tiers abbekommen? Wir können zwei auf einmal schießen. Lol. Ich glaube ja. Wir haben echt ein Tiers abbekommen. Okay, wo, wann, warum? Wofür, weshalb, warum? Ja, die sterben alle einfach mit einem Schuss. Jo. Wollen wir? Nee, wollen wir nicht. Du bist auch tot. Das ist einfach nur ein Durchlaufen, oder? Und ich verstehe nicht, warum er am Anfang immer schießt. Ja, das ist sowas von einfach nur ein Durchlaufen. Okay, wer bei dieser Challenge Probleme hat... Oh, jetzt haben wir ein Evil abbekommen. Und ein Shotspeed ab. Können wir jetzt... Nee, aber die fliegen weiter. Okay, auch nicht schlecht. Wer bei dieser Challenge Probleme hat... Guck mal, wir sind so weit weg von der Zeit. Dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Ich meine, die Geschosse gehen einfach durch alles durch, töten alles mit One-Shot. Nee, also wer da Probleme hat... Nee. Das geht gar nicht, da kann man gar keine Probleme haben. So. Tachchen. Da war auch nichts. Achso, ich könnte ja nochmal sagen, was man denn bekommen würde, wenn man diese Challenge abschließt. Ah, verdammt. Und zwar ist das... etwas. Ja, man bekommt etwas, wenn man diese Challenge schafft. Da hätte ich es gedacht. Cool, das sind Pilze. Kann man mit denen irgendwas machen? Nee. Die kann man nicht so cool zertreten wie die Würmchen. Schade, schade. Wir würden wieder einen Penny bekommen. Nämlich den abgelutschten Penny. Oder den verschluckten Penny. Also in Wirklichkeit heißt der Swallowed Penny. Also der verschluckte Penny, wörtlich übersetzt. Der sieht auch so aus, als wenn er mal in dem Mund gewesen wäre. Und dieser Penny wäre ein Trinket und würde Geld fallen lassen, wenn man getroffen wird. Quasi wie das Sparschwein. Das Sparschwein lässt ja auch Geld fallen, wenn man getroffen werden sollte. Und wir lassen hier auch Geld fallen, wenn wir getroffen werden sollten. Allerdings ist das ja unser Geld, deswegen ist das nicht damit zu vergleichen. Also kein gutes Trinket in meinen Augen, aber wir wollen ja alle Challenges schaffen, nicht wahr? Oh, was ist das denn? Butt Penny? Wealth of Gas. Gut, ich denke einfach mal, dass wir furzen, wenn wir getroffen werden. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wir werden ja sowieso nicht getroffen, vor allem nicht mit diesen... Wieso schießt der mal nach unten, wenn wir in den Raum reinkommen? Das verstehe ich nicht. Ich drücke nämlich nicht nach unten. Wow. Okay, wir bleiben lieber über ihn. Dann spuckt er wenigstens nicht auf uns. Und wir töten sowieso alles. So, ist Gertie die auch tot. Wir kriegen noch den Löffel. Speed up. Und 4 Shots. 4 Shots. Wollen wir 4 Shots mitnehmen? Brauchen wir eigentlich nicht. Die sterben alle so schnell, wir brauchen das nicht. Wir gehen weiter runter. Wir sind gerade aber bei Minute 9 und sind schon in der 5. Ebene. Die Zeit hängt Ewigkeiten hinterher. Komm, strecken wir das mal ein bisschen, indem wir in den Challenge-Raum gehen, obwohl wir ihn nicht brauchen. Ach ja, hier haben wir diese Piercing-Shots, deswegen können wir durch die durchschießen. Oh ne, Mutti, echt? Willst jetzt schon zeigen, was du drauf hast? Okay. Go, go. Gar nichts? Okay, das ist ja interessant. Das ist nicht so viel, Mutti, was du drauf hast. Wenn das gar nichts ist. Fertig. Danke für den Schlüssel, den wir nicht brauchen. Oh Mann. Hier müssen wir eigentlich auch nicht rein. Egal, machen wir noch schnell. Cute. Kriegen ein halbes Herz. Wow. Wie viele Herzen haben wir in diesem Run insgesamt verloren? Ein, weil wir durch... Nee. Wir wurden einmal getroffen. Sonst hätten wir nur ein Leben verloren durch diesen komischen Raum da, glaube ich. Durch diesen Stachelraum. Sonst nicht. Yay. Yo. Ah, ja, tatsächlich. Wenn wir Geld einsammeln, dann furzen wir dank den Trinket. Ja, super toll. Oh, das erste Mal, dass wir die Masken sehen, oder? Ich glaube schon. Und kaum sehen wir mal die Masken. Wieso kriegen wir nur solche Gegner in den Shops? Das ist irgendwie assig. Kaum sehen wir die Masken, werden wir getroffen. War ja klar.
Okay. Okay. Das Twinket ist das Beste. Das ist das beste Twinket, das es gibt. Das beste Twinket auf der Welt. Schnell, schnell, schnell. Wir machen jetzt einen neuen Rekord. Von der Schnelligkeit her, wie schnell wir das bisher geschafft hatten. Wo sind wir denn? Bei 9 Minuten. Ja gut. Ja gut. Habe ich nichts gegen. Nee, das wollen wir nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Spider irgendwas, glaube ich. Komm her. Wo bist du? Da bist du. Ah, jetzt machst du auch endlich wieder deine Stacheln. Sehr schön. Au. Den kriegen wir ganz schön oft irgendwie. In letzter Zeit. Aber ist ja egal. Wir kriegen noch einen Schlüssel. Lack ab, okay. Und den Brimston. Wir haben... Lol. Das war so Mark. Das war nicht mal so Brimston. Ich wollte es gar nicht einsammeln, aber haben wir jetzt aus irgendeinem Grund trotzdem getan. Macht ja nichts. Wir haben die Leben. Und sind schon in der Marm-Ebene. Krass. Das ist echt krass. Wir schauen nochmal in die Arcade. Ob hier eine Detonation ist. Aber ich glaube, das ist nur im normalen Run. Und nicht in den Challenges. Oh Gott. Ja gut, ich komme da rüber. Hatte schon Sorge. Hallo. Was? Wir müssen nicht zweimal treffen, Sloth. Temperance. Schön. Schön, schön, schön. Boss, wo bist du? Dann machen wir doch nochmal den Challenge-Raum. Warum nicht? Vielleicht kriegen wir ein neues Item, das wir noch nicht hatten. So. Aber sonst ist die Folge einfach viel zu kurz. Die wird wahrscheinlich auch so viel zu kurz sein. Selbst mit dem Challenge Run. Ich meine, wenn wir hier Chub two-hitten, dann weiß man, man ist stark. So. Ah, und wir werden einfach besiegt von einer Fliege. Von einer mickrigen kleinen Fliege. Die kleinen Gegner sind die. Sind die nicht harmlosesten. Gut. Wo ist denn der Boss jetzt eigentlich? Der müsste ja auch irgendwo sein, oder? Nach meinen Aufzeichnungen müsste der irgendwo sein. Habe ich so gelernt. Damals. In der Ausbildung. Zum Kellergänger. Finde ich schön, dass sie sich mal selbst vernichten alle. Hallo, Mutti. Ach, sogar die blaue Farm. Was geht? Oh, weia, das wird ja richtig schnell gehen. Okay. Hi. Bist du jetzt tot? Nee, schade. Aber gleich, jetzt. Hoho. Nein, nein, ich wollte da noch nicht gegen. Och, Mann. Jetzt ist die Folge eine Viertelstunde. Ja. Ups. Shit, ich habe das Programm geschlossen. Wow, ich bin ja richtig schlau. Gut, ich habe das Programm geschlossen. Das Programm wollte, dass ich schließe. Das ist die Folge leider nur eine Viertelstunde. Ich lade dann wahrscheinlich noch eine zweite Folge später hoch. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.